Erstmal die Basics. Was habt ihr bisher gelernt? Wie funktioniert Bridgen? Was sind so die Stichworte, die Schlagworte, die Keys dazu? Einfach mal raus. Daumen zur Nase als erstes. Daumen zur Nase, top. Und sowas wie ein Dreieck bilden sozusagen. Und wer bildet ein Dreieck? Also die Hände und ja. Über der Stirn. Ja, sehr gut. Auch aus den Knien, also aus den Beinen. Ja, sehr gut. Und so halt so aus den Armen auch. Sehr gut. Haben wir was vergessen? Alle Finger berühren den Ball. Ja. Und auf dem Daumen kommt der meiste Druck. Super, ganz wichtig. Wie stehen die Füße? Habt ihr auch schon was zu, wenn wir mal unten anfangen, wie stehen die Füße? Die stehen so breit wie die Schultern. Schulterbreit, ja, ist gut. Parallel. Ja, prima. Okay, dann sind wir, wie sind die Knie? So leicht gebeugt, ja. Genau, beweglich. Ne? Wie ist die Hüfte, der Rumpf? Beweglich auch, aber der steht einfach so. Der geht mit runter, also der bleibt. Ja, aber sonst so, also rutschen wir so oder? Nein, gerade. Wir nennen das mal stabil. Wir nennen das mal im Rumpf sind wir stabil. Also wir fangen nicht an Disco zu tanzen, sondern hier im Bauch, Rücken, Seite sind wir stabil. Okay, gut, was haben wir danach? Schultern? Sag mal was zu den Ellenbogen. Wo sind die Ellenbogen? Was denkt ihr? Also ihr habt ja vorhin richtig gesagt, die Daumen zeigen wohin? Zur Nase. So, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Die können so zur Nase zeigen. Also der aber wir können aber auch so zur Nase zeigen. Die Ellenbogen müssen so auf Schulter. Ja, ich würde so gucken, mal meine an. Sind die höher oder flacher? Wo sind die? Höher. Etwas höher als Schulterhöhe. Sehr gut. So, jetzt kommen wir. Das sind die, wo zeigen die hin? Die sind sie auch höher als Schulterhöhe. Wo zeigen die hin? Zur Seite. Aber nicht so, ne? Sondern leicht nach vorne. Okay, jetzt kommen wir zu den Händen. Habt ihr schon alles richtig gesagt? Die Daumen zeigen auf die Nasenspitze. Und du hattest gesagt, die Hände bilden ein Trichter. Okay, könnt ihr euch das vorstellen, dass gerade so der Daumen und die Zeigefinger, ne, der Trichter ist oben groß und hier geht das Wasser durch, auf die Nase. Ne? Ja. Wo zeigen die Daumen hin? Auf die Nase zeigen die Daumen. Auf die Nase. Und die kleinen Finger, wo zeigen die hin? Richtung, wo kommt der Ball her? Also zum Ball zeigen die. Also sollt ihr eben nicht so machen. Ne? Sondern die Daumen zeigen zur Nasenspitze und die kleinen Finger zeigen dahin, wo der Ball herkommt. Ich habe früher, als ich Volleyball gelernt habe, vor 30 Jahren oder so, nannte man das nicht Trichter, sondern Körbchen. Ich nenne das Bridge-Körbchen. Unsere beiden Hände bilden ja, mit dem Daumen, mit dem Zeigefinger und anderen Finger ein Bridge-Körbchen. Ja, unser Trainer sagt das auch noch. Siehst du? Wer ist Stefan, ne? Stefan, ja. Ja, siehst du. Ne? Ja? Weil nämlich, wenn jetzt der Ball da reinfällt, was passiert dann? Beschreib mal, jetzt kommt der Ball von oben und ich gehe hier runter, der Ball fällt in die Hände rein. Was muss dann passieren? Dann muss ja der Ball wieder weg von mir. Druck durch was? Durch den Ellenbogen. Durchstrecken, erstmal fangen wir da an. Durchstrecken der Beine. Oberkörper ist stabil und dann strecken sich die Ellenbogen und am Ende ja, Daumen. Also du hast es vorhin richtig gesagt, wo kommt der Impuls her? Aus dem Daumen. Warum aus dem Daumen? Habt ihr eine Idee? Weil der am meisten Druck hat. Druck? Tausch mal das Wort Druck mit Kraft aus. Der Daumen hat die meiste Kraft von allen Fingern, die wir haben. Also brauchen wir den, ne? Stellt euch vor, ihr müsst da vorne auf der guten Linie und wollt euren Angreifer auf der 4 einsetzen. Das sind 6-7 Meter müsst ihr den Ball britschen. Das ist ganz schön weit. Ja? Und die meiste Kraft haben wir im Daumen und deswegen kommt dann am Ende, wenn wir jetzt Beine strecken, Ellenbogen strecken, kommt der Impuls aus dem Daumen. Ja, macht mal trocken. Also ihr habt jetzt den Daumen, der Daumen zeigt zur Nasenspitze, Britschkörbchen, macht mal. So, jetzt strecken wir die Ellenbogen und am Ende folgt der Daumen dem Ball und wir blicken mit den Augen durch unsere Finger und verfolgen den Ball. Ja, das ist das Prinzip. Also übertrieben dargestellt, der Daumen, wenn man das sehr schnell macht, der Daumen schleudert zack, den Ball nach oben, nach vorne in meine Zuspielrichtung.
Das ist das Prinzip. Ja, aber das funktioniert nur, wenn ich halt vorher das Bridge-Körbchen gemacht habe. Okay? Gut. Das probieren wir jetzt mal.